Halt, Leute, ich habe jetzt mal ganz spontan den Lenker gewechselt. Hier sieht man noch das originale Kackfass-Teil. Und jetzt habe ich mir hier. Ach, das sieht doch direkt viel besser aus. Endlich gerade Arme und nicht hier dieses krüppelgekrümmte Teil. Jetzt mache ich gerade die originalen Griffe ab und dann mache ich gleich nochmal ein paar Bilder dazu. So, war ganz schön Arbeit, hier den letzten Ring von den alten Griffen abzumachen. Und jetzt mache ich hier schön die von Doc 66, die Griffe da drauf. Während ich hier schraube, ist überall Palaver. Mal gucken, was da so passiert. Ein bisschen Action hier. Oh. Egal. Ich gebe euch mal einen richtigen Tipp, wenn ihr Griffe drauf machen wollt. Nehmt nichts, was schmiert und ölt, sondern nehmt lieber Bremsenreiniger und seid schnell. Denn Bremsenreiniger verfliegt und die Griffe sind nachher bombenfest. Das sieht schon viel, viel, viel geiler aus, Leute. Endlich einen geraden kleinen Ape. Hier die schönen Griffe. Ging wunderbar mit Bremsenreiniger. Jetzt mache ich gleich noch die Spiegel drauf. Ich habe sie jetzt mal nach unten gerät. Mal schauen, wie das aussieht. So, Lenker ist ja fertig. Ist ja drauf. Wie man hören kann, fliegen hier gerade ziemlich viele Hubschrauber. Ich baue jetzt hier diese Möchtegern-Halterung hier ab. Und auch die Zusatzscheinwerfer kommen ab. Die schmeiße ich nicht weg, aber so wie das hier verbaut ist, sieht das nicht schön aus. Und deswegen kommt das jetzt alles erstmal ab. So, sieht doch schon direkt viel besser aus hier. Da habe ich gerade mal eben diese ganze Möchtegern-Verkabelung wieder entfernt. Ich muss nochmal ein bisschen isolieren, weil hier so komische Klemmen zwischen waren. Alles einmal sauber machen hier und dann kann ich schon mal die Kabel legen. Hier kommen wieder die Spiegel, ach die Blinker dran, die neuen. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Dieser schneidet viel besser aus hier alles. So Leute, das sieht doch so viel, viel, viel besser aus, oder? Endlich clean. Kommt dann auch vielleicht die Tasche vorne. Mal gucken. War ich ja erfolgreich. Neuer Lenker, neue Griffe. Leider passen die Harley-Spiegel nicht, weil das Gelände einfach viel zu dünn ist. Also das waren ja auch keine originalen Harley-Spiegel, aber ist ja egal. Aber so bin ich mit dem Ergebnis schon mal zufrieden.